Herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mr. Nandos und wir erleben hier Life is Strange True Colors. Und weiter geht's mit unserer Story, beziehungsweise mit Eddicts Story. Jetzt haben wir immerhin noch ihre Geschichte. Wenn wir den Ladebildschirm überstehen hier. Ich trinke mal noch einen Kaffee. Prost. Ja. Räuspern müsste auch noch sein. Eleanor meinte, Mac wäre hier irgendwo. Aber ich sehe ihn nicht. Vielleicht bei der Brücke? Das wäre eine Möglichkeit. Und wir bekommen hier jede Menge Nachrichten rein. Da werden wir uns auf jeden Fall drum kümmern müssen. Aber erstmal schauen wir nach dem Kollegen hier. Die Brücke ist ja hier gleich nebenan. Und dann sollte er dort vorne zu finden sein. Oh, Eleanor schreibt uns auch eine SMS, wenn ich das richtig gesehen habe. Na, wo ist er denn? Da steht irgendein Karren rum. Ah, da ist der Mac. Hallo. Ja, erstmal ansehen. Ich muss die Wahrheit erfahren. Auf jeden Fall. Bei der Gelegenheit, vielleicht auch mal ganz kurz diesen hier. Ich bin sowas von am Arsch. Du kannst dich nicht ewig vor mir verstecken, Mac. Ja, dann schauen wir mal, was er zu sagen hat. Mac? Alex, lass uns jetzt bitte nicht. Ich will, dass du mir erklärst, was mit Gabe geschehen ist. Was? Mir die Freundin wegzunehmen reicht dir noch nicht? Jetzt willst du mir auch noch den Tod von Gabe anhängen? Naja, Freundin wegnehmen, also das war jetzt dein Verdienst. Ja, hat übrigens gar nichts mit zu tun. Ich möchte nur, dass nicht halt die Ereignisse, die da passiert sind, dass man so der, war so der berühmte Tropfen auf den nicht auf den heißen Stein, sondern der berühmte Tropfen, der das fast immer noch bringt. So rum. Da wollte ich hin. Ich weiß, dass du lügst. Ich geh mal hier auf diese Schiene. Ich verstehe, warum du Angst hast. Und ganz offensichtlich ist es so. Ich versteh's. Er starb während deiner Schicht und du schiebst Panik. Aber du musst auspacken. Bitte. Ich hab dir nichts zu erzählen. Mac, komm schon. Er war mein großer Bruder. Ich kann nicht. Er hat vor irgendetwas Angst. Wenn ich es schaffe, das zu nutzen, komme ich vielleicht an die Wahrheit. Ich muss irgendetwas finden, das ihn so richtig provoziert. Ja, dass er Angst hat, das haben wir ja schon hier mitbekommen, als wir ganz kurz mal hier gescannt haben. Alex mal ihre Fähigkeiten da spielen lassen. Aber... Alle haben es auf mich abgesehen. Alex, Brian, jetzt sogar Riley. Scheiße! Selbst Riley? Ist etwas mit ihr passiert? Ich versuch's nochmal. Wir sind hier fertig. Okay, mit ihm ist im Augenblick nicht gut. Birschen essen. Und wir haben den Hinweis bekommen, dass irgendwas mit Ellie ist. Ich hatte jetzt gehofft, dass er vielleicht weiß, wo sie ist, ne? Weil wir müssen mit ihr ja auch noch reden. Und was ist mit ihr da hinten? Was zieht denn dafür? Die holen. Ja, sehr ergiebig war das nicht. Weil der Knabe hat halt Angst. Ne? Man weiß jetzt nicht genau, wovor. Kann natürlich sein, dass er Panik schiebt aufgrund des Dienstes, den er ja da hatte. Ne? Das Ganze
Unglück passiert ist, als er gerade halt Dienst hatte und ihm man vielleicht auf die Art und Weise versucht hat, die Schuld in die Schuhe zu schieben. Hat er ja schon so, ne, auch angedeutet, was heißt angedeutet, sehr deutlich eigentlich gesagt. Nach dem Motto, ne, erst nimmst du mir die Freundin weg und dann versuchst du auch noch den Tod deines Bruders in eine Schuhe zu schieben. Prost. Kröcherchen. Ja, ich hab so ein bisschen eine Erkältung zu kämpfen, so ganz klein wenig. Ja, nee, also wie gesagt, das ist schon mal ganz klar. Also, dass er in dieser Richtung Angst hat, Sorge hat, einen falschen Verdacht zu geraten. Ich gehe immer noch davon aus, dass es ein falscher Verdacht ist. Ist das eine. Zum anderen, sein Arbeitgeber wird wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Finger gucken, ne? Dass er hier halt nichts ausplaudert, was irgend so firmenintern ist und von Belang ist. Und dass er sich nicht gerade wohlfühlt in seiner Haut, ist nachvollziehbar. Gucken wir mal. Wir brauchen erstmal die gute Kollegin. Heidi. Die stehen immer nur so da, die gucken sie immer nur an. Die haben sie nichts zu sagen. Aber die können auch nicht ganz ohne sich so, ne? Also geht auch nicht. Sie müssen schon da irgendwie zusammenstehen. Aber ansonsten ist da eigentlich nicht mehr viel, ne? Also das sieht man ja, ne? Also da großer Abstand und so. Und beide haben die Arme verschränkt und so. Also da ist die Hose. Ja, wo finde ich die jetzt bloß? Ist eigentlich sie rennt hier die ganze Zeit so aufgeregt durch die Gegend. Guck mal hier hin, guck mal da hin. Kann ich dir irgendwie helfen? Hallo? Ignoriert mich komplett. Was macht die da? Das ist komisch. Mag die nicht. Geh weg. Ach, die hat dann. Sie macht Fotos. Komischerweise immer die gleichen Motive, wenn ich das richtig sehe. Bist du komisch. Ja. Ich hatte ja gesagt, ne? Wir müssten da mal ganz kurz ein paar Nachrichten kontrollieren. Genau. MyBlog SMS, unser glaubter Tagebuch, das müssen wir uns auch nochmal antun. Hier hat sich ja bestimmt wieder das ein oder andere angesammelt. Eieiei. Ich habe so das Gefühl, dass wenn hier so Sachen noch als noch nicht gelesen angemarkert sind, obwohl wir die gelesen haben. Hier sind teilweise so ganz alte Geschichten mit dabei. Nur das habe ich das letztes auch schon, glaube ich, angemerkt. Ich gehe einfach mal durch. Irgendwann müssen wir es ja mal machen. Dann fangen wir mit der guten Step doch einfach mal an. Dieses Wochenende ist eure letzte Chance, euch für Bergballade, ein Live-Action-Roleplay in Denver zu melden. Ich helfe bei der Organisation und es wird spitze werden. Da gab es den guten Geb noch. Ethan und ich fahren hin, also solltet ihr es auch. Seid ihr aufgeregt oder was? Ethan, ich kann kaum schlafen. Ah, der arme Ethan. Charlotte, das ist nicht gelogen. Sonny Anderson, das könnte was für meine Kinder sein. Schick mir den Link. Kein Problem, mein Steph. Gut, damit wäre das abgehakt. Ethan the Bird. Die neueste Ausgabe von der legendären Monsterjäger Saynor ist fertig. Steph, super. Wie viele kann ich für den Laden haben? Charlotte. Ich fahre ihn am Wochenende, um Kopien zu machen. Steph, hurra! Gabe Chen. Bist du bereit, nächste Woche im LARP in echt Saynor zu sein? Ethan, absolut. Steph, es wird legendär. Wäre es mit Sicherheit geworden, ja. Eve Springs. Erinnerung, das Rathaus sammelt alle Fragen, die sie bezüglich der Eröffnung einer zweiten Grube der Tyson Minengesellschaft haben. Falls es etwas gibt, das Sie wissen wollen, hinterlassen Sie einen Kommentar. Eleanor, welchen Einfluss würde eine zweite Grube auf die Umwelt haben? Wichtige Frage. Eben Springs, danke für die Frage, Eleanor. Wir werden es auf jeden Fall ansprechen.
Ryan, ich würde das auch gerne ansprechen, aber ich bezweifle, dass meine Antwort Tyson gefallen würde. Kann ich mir vorstellen. Ja, er ist Ranger. Männchen. Du musst mich etwas kräftiger rüspern. Angela Anderson, wird das zu mehr Verkehr durch die Stadt führen? Meine Kinder laufen von der Schule aus nach Hause. Und diese riesigen LKWs machen mich nervös. Charlotte mich auch. Haven Springs, danke, dass Sie Ihre Besorgnis kundgetan haben. Ich stelle sicher, dass wir darüber reden werden. Brandon Weitecker. Wir erschaffen damit einen Haufen neue Jobs, oder? Weiß man schon, wie viele? Haven Springs, ich werde es herausfinden. Ja, Arbeit ist immer wichtig. Vor allem Arbeitsplätze. So eine Gegend, die so wahrscheinlich sonst nicht allzu viel hat. Also außer dem Bergwerk. Hey, meine Schwester Alex kommt morgen endlich in der Stadt an. Das haben wir doch schon mal gelesen, ich bin mir relativ sicher. Also erwarte ich von euch allen euer am... Nochmal, meine Schwester Alex kommt morgen endlich in der Stadt an. Also erwarte ich von euch allen euer am wenigsten schlimmes Verhalten. Ich füge sie zu MyBlock hinzu, sobald sie hier ist. Also heißt sie willkommen. Charlotte, so aufregend. Wiley, ich kann einen Chen kaum ertragen. So, ich kann einen Chen kaum ertragen. Sorry. Ryan? Nie im Leben, morgen? Jason Pike, freut mich für dich. Ich kaufe dir heute Abend ein Bier, um es zu feiern. Anscheinend haben wir das noch nicht gelesen. Kurios, kurios. So, dann haben wir hier den Mike Lolla. Ich entscheide mich zu glauben, dass es dann nicht um mich geht. Okay. Es reicht mit den ganzen Hergezogenen. Ich weiß schon mal Mist. Mir ist es egal, ob es gut für die Wirtschaft ist. Ich vermisse das Häfen von früher. Ja, früher war alles besser. Und dann immer diese ganzen Fremdländer, die da ankommen. Ne? Die Leute, die man nicht mag und überhaupt. Ja, ja. Schon nachvollziehbar. Der Mac meint, es wäre okay, wenn die wüssten, wie man fährt. Besonders im Schnee oder nachts. Jet, erinnere mich, Mike, bist du nicht selber erst vor ein paar Jahren aus Jersey hergezogen? Ja, so, erinnere mich, Mike. Mike Lolla, ja, und guck nur, wie sehr es seitdem den Bach runtergeht. Okay, hat immerhin Humor. Steph Grünwitsch, wem hast du es gezeigt? Dir selbst, ja eben. Na gut. Vielleicht hat er doch keinen Humor und ist einfach nur ein bisschen neben der Spur, aber egal. So, dann hätten wir Hector Gonzalez, unvermisst. Unvermisst. Mein Golden Retriever ist weggelaufen. Sie ist sehr lieb. Bitte, bitte sagt Bescheid, falls ihr sie seht. Ein Bild von dem netten Hundi. So, der Hector. Dann der silberne Drache. Die erste Person, die den Text vervollständigt, erhält 10% Rabatt auf ihren nächsten Einkauf im silbernen Drachen. Now I've got love so deep in the bit of my heart. Keine Ahnung. Da bin ich raus. Falls du noch nicht 21 bist, ist dieser Post nicht für dich. Alle anderen sind sofort weg. Scheiße, woher soll ich das wissen? And each day it grows more and more. Silberne Drache, süßer, wir haben darüber geredet, Partner sind nicht berechtigt, an Verlosungen teilzunehmen. Du weißt, bei The Temptations gibt's für mich kein Halten. Der Silberne Drache, okay. Neuer Text zur Vervollständigung. Don't hesitate, cause the world seems all cold. It's cold. Sunny Anderson, stay young. At heart, cause you're never, never old. Von Earth, Wind and Fire. Silberne Drache. Das ist es. Zeig mir einfach diesen Post, wenn du das nächste Mal vorbeikommst. Sie macht sehr viele Rabattaktionen. So finde ich nicht schlecht. Ne? Also wenn sie nicht, ne? Zieht Kunden. Zieht Kunden. Ne? Und sie lässt sich auch was einfallen. Ne? Muss man noch dazu sagen. So, Grove ist Kino. Haven hat ein Indie-Kino? Beeindruckend. Ja.
Was war eurer Meinung nach der beste Zombie-Film von Romero? Kommt zu unserem Marathon der Toten, um sie alle zu sehen und selbst zu entscheiden. Tickets kosten $15 online und $22 an der Tür. Grass Groves? Dumme Diskussion, Dawn of the Dead war offensichtlich der beste Film. Adel Paul, hast du Survival of the Dead überhaupt gesehen? Nö. Und das hat auch sonst niemand. Ja, gut, Adel anscheinend wohl, ne? Aaron James, ich denke, dass Land of the Dead nicht genug Anerkennung bekommt. Jeder hat so sein Favoriten-Logo. Steve Greenwich, sehen wir den Tatsachen ins Auge. Keines der Sequels kommt bei Night of the Living Dead. Konnte bei Night of the Living Dead mithalten. Peter Gonzalez, wie kannst du das sagen? Rovskino, gütiger Gott, was haben wir getan? Ja, das ist schuld. Sowas lostretet. So, das war das Kino. Oh Mann, da ist auch noch jede Menge hier. Dann die Minengesellschaft. Offizielle 2-Stunden-Warnung. Die Typhon-Minengesellschaft wird in 2 Stunden Sprengungen durchführen. Falls Sie sich in einer der markierten Gefahrenzonen befinden, müssen Sie diese jetzt verlassen. Rufen Sie unsere 24-Stunden-Sicherheitsleitung an, falls Sie Fragen oder Anliegen haben. Das war ja eine, ne, da hatte ja dann der Dienst gehabt, also innerhalb dieser 24-Stunden-Geschichte da und mit diesem Sicherheitstelefon. Ja, und es ist immer noch die Frage, mit wem habt Gabe letzten Endes dann telefoniert. Wenn er denn telefoniert hat, er hat zwar gesagt, er hätte jemanden gesprochen, aber richtig wissen tun wir das ja immer noch nicht. Ich vermute nur sehr stark, dass er tatsächlich halt mit jemandem gesprochen hat. So, MyBlog. Achso, der Autor dieser Posts hat Antworten deaktiviert. So, nochmal die Minengesellschaft. Wir von der Typhon-Minengesellschaft waren schockiert und traurig von Gabe Chens Tod zu hören. So ein Verlust eines Lebens ist immer tragisch und betrifft viele in unserer Gemeinde. Wir möchten diesen Zeitpunkt nutzen, der Gemeinde zu versichern, dass Typhon sich wie immer engagiert, den strengsten Sicherheitsrichtlinien in der Industrie zu folgen. Ihre Gemeinde ist unsere Gemeinde und wir kooperieren mit allen polizeilichen Ermittlungen, bis diese Angelegenheit beigelegt ist. Jo, naja, mal gucken, wie stark die da kooperieren. Ich meine, die ersten Schweigegelder wurden schon versucht zu zahlen. Dann die arme Eleanor. In all der Dunkelheit, die den Tod eines geliebten Menschen umgibt, ist es wichtig, sich an die guten Zeiten zu erinnern. Also möchte ich eine meiner liebsten Erinnerungen an Gabe Chen teilen. Ich verkaufte ihm einen Blumenstrauß und er gab zu, dass er gerade wieder bei seiner Freundin ins Fettnäpfchen getreten war und es wieder gut machen musste. Ich empfahl ihm ein paar wunderschöne Primeln. Aber 15 Minuten später war er zurück. Ich fragte Charlotte, ob ihr Ärger eingehen könnte wie eine Primel. Also bin ich wieder hier. Was für ein Kerl. Hat praktisch unser Geschäft finanziert, meint Riley. Charlotte. Ich glaube, daran erinnere ich mich. Jason Pike, der Typ wusste immer, wie man ein Zimmer erhält. Jet Lucan, kein Witz. Jo. Ja, das merkte man ihm so an. Also der war wirklich ein netter Typ, dem man, glaube ich, auch schwer böse sein konnte. So, Sonny Anderson, was will denn die Sonny Anderson? Kennt irgendwer einen guten Handwerker? Wir kriegen einfach kein heißes Wasser in der Dusche oben. Jet Lucan, ich würde dir rein anbieten, aber es könnte etwas dauern, bis er wieder fit ist. Sonny Anderson, ja, verstehe, trotzdem danke, Jet. Nate Langman. Ich habe in Philly als Handwerker gearbeitet. Ich kann es mir ansehen, kostenlos, falls du magst. Lebensretter. Der Sheriff von Gunnison County. Die Sheriffsbehörde von Gunnison County arbeitet angestrengt daran, den Bürgern von Haven Springs zu dienen und sie zu beschützen. Falls Sie Fragen oder Sorgen haben oder ein Verbrechen oder Vandalismus melden möchten, können Sie uns per Telefon oder über unsere Webseite kontaktieren oder einen Deputy ansprechen.
Mark Transcendens. Wann werden die Wanderwege wieder geöffnet? Der Sheriff, leider sind die Wanderwege, die wir gesperrt haben, weiterhin Teil einer laufenden Ermittlung. Wir öffnen sie sobald wie möglich. David Roswell, können wir es nicht einfach sein lassen? Er war, wo er nicht hätte sein sollen, umgelaufen. Was ist das denn für ein Armleuchter? Hauptsache, ich kann da wandern, meinem Hobby frönen und es gibt ja sonst keine Möglichkeit, mich irgendwie zu betätigen. Ich muss da lang wandern, unbedingt. Wenn Mensch umgekommen ist, natürlich verunglückt ist, ja, egal. Von ihre Ermittlungen einstellen, alles klar, ist halt umgelaufen. Josh Hopkins, jemand ist erpicht, das Typhon durchgehen zu lassen. Ein Mensch ist gestorben, bedeutet das den Leuten überhaupt nichts erheben? Und Maybock, der Autor dieses Posts, hat weitere Antworten deaktiviert. Ja, so. Silberne Drache. Der Silberne Drache wird in den nächsten Wochen unregelmäßig geöffnet sein. Bitte überprüft die Webseite für Details. Ich entschuldige mich für jegliche Unannehmlichkeiten. Mehr als nachvollziehbar, dass sie dann überhaupt aufhält, soweit wie möglich. Ist schon durchaus bewundernswert in so einer Situation. Rayleigh, sag Bescheid, wenn ich was für dich tun kann. Jet Nuken, halt durch, du bist nicht allein. Jesse Whitaker, ich kann den Laden für dich öffnen, falls nötig. Was immer ich tun kann, das ist mal nett. So, das ist ja hier noch endlos. Da müssen wir jetzt durch, hilft nichts. Auch wenn die Zeit weiter fortschreitet. Aber ich will das hier abgehakt haben. So, der Jet Lucan. Wir werden uns am Mittwoch um 9 Uhr in der Laterne von Gabe Chen verabschieden. Jeder ist willkommen. Nochmal, der Jet bringt etwas mit, das euch an ihn erinnert. Jason Pike. Ich bringe auch etwas zu essen für alle und der Jet sagt dann danke, Jason. So, Riley. Gabe war der fürsorglichste Mensch, den ich je getroffen habe. Er hat nie aufgehört, nach Wegen zu suchen, das Leben zu verbessern. Ob dies nun bedeutete, nach Haven zu kommen, um seinen Vater zu finden, oder einen Grill die Treppe hoch und aufs Dach zu hieven. Moment, kommt mal eben. Um seinen Vater tatsächlich zu finden. Okay. Das. Und er war immer bereit, allen zu helfen, die ihr Leben verbessern wollten. Er hat vermutlich mehr Zeit in meine College-Bewerbung gesteckt als ich selbst. Er war die Art Person, die man ein einziges Mal im Leben trifft. Leb wohl, Gabe. Ich werde dich auf ewig vermissen. Lenore, wundervoller Beitrag, meine Liebe. Sam Maryland. Ich bin hier, falls du reden möchtest. Josh Hopkins gleichfalls. Dann haben wir hier nochmal die Steph. Ich arbeite an einem neuen Abenteuer für Haven. Meldet euch bei mir, falls ihr teilnehmen wollt. Und das wollt ihr. Julia Crow. Welche Verrücktheit erwartet uns als nächstes? Steph, schick mir eine Nachricht und finde es heraus. Hector Gonzalez, was auch immer es ist, ich bin dabei. Haven Springs Immobilien. Wir freuen uns sehr anzukündigen, dass sich bald ein neues Gesicht unserer Gemeinde anschließen wird. Heißt Jack Stevens. Willkommen. Er wird das Restaurant beim Park übernehmen. Jack Stevens, hallo alle zusammen. Ich freue mich darauf, euch bald Essen zu servieren. Eleanor Less, willkommen im Haven. Jet Lucan, freut mich, dass du hier bist. Komm jederzeit vorbei, falls du etwas brauchst. Sonny Anderson, es ist eine Falle. Nur ein Witz. Ja, da will natürlich unliebsame Konkurrenz direkt loswerden. Moment. Das Kaffee nachschieben. Und dann haben wir noch Jasmin Kormir oder wie auch immer. Hat jemand Tipps fürs Zähmen wilder Katzen? Ich habe diesen Süßen in einer Mülltonne gefunden. Aber er ist etwas verrückt. Das ist kein Kätzchen.
Das sieht man. Steph Grimwich, das ist eine Raubkatze, aber hallo. Jasmin, er ist ein Pummelchen. Wenn das Pummelchen größer wird, dann aber keine Witzka. Jasmin, das ist kein Streuner, das ist ein Puma-Baby. Also der mag ja, ne? Er sagt das. Sei sehr vorsichtig. Sie werden aggressiv, wenn sie sich bedroht fühlen. Versuch, die Tür aufzulassen. Vielleicht geht er von alleine. Und wenn er unter meinem Bett ist, Besen. Ich rufe den Tierschutz an. Das ist, glaube ich, die beste Idee überhaupt in der Situation. Also, den sollte man nicht unbedingt in seiner Nähe lassen. Oder, ne? Das ist ein wildes Tier. So, dann haben wir noch jede Menge SMS. Guck mal, jede Menge, es geht. Eine Nachricht von der Eleanor. So. Alex, das vorhin tut mir so leid. Ich weiß deine Hilfe wahrlich zu schätzen. Es hat mich einfach sehr getroffen. Ja, Logo. Keine Entschuldigung nötig. Es hat uns alle schwer getroffen. Und Steph? Moment. Was ist der alte Eintrag? Guck mal hier an. Hey, hast du einen Moment, um im Laden vorbeizukommen? Vielleicht, was ist los? Nichts Wichtiges, ich erzähl's dir, wenn du hier bist. Smiley. Hey, glaubst du, du kannst vorbeikommen? Sorry, ich werde es versuchen. Kein Druck. Komm vorbei. So. Dann haben wir das schon mal soweit durch. Aber das Tagebuch kann ich euch nicht erfahren. Wir waren bis hierhin. Ethan, Angst. Dein Gehirn wendet sich so leicht gegen dich. Derselbe Teil, der dir Geschichten erzählt und Kunst erschafft und der Welt Ordnung und Schönheit und Bedeutung verleiht, ist der Teil, in dem Albträume entstehen, und manchmal laufen diese Albträume aus und sickern in die Welt um dich herum. Ich kann Ethan immer noch sehen, wie er am Rand der Schlucht zusammenbricht, so verängstigt, dass er sich nicht bewegen konnte, nicht atmen konnte. Ich streckte die Hand aus, weil ich es musste. Ich ergab mich seiner Angst, weil ich mir keinen anderen Weg vorwärts vorstellen konnte. Und es klappte. Wir schafften es zurück, und ich brach auf festen Boden zusammen und dachte immerzu, das ist es, wer du sein kannst, wenn du es willst. Jemand, der Menschen hilft. Jemand, der versteht. Für ein paar Sekunden war alles so klar. Aber dann war der Boden nicht mehr fest und Gabe war fort. Was nütze ich irgendwem, wenn ich es nicht verhindern konnte? Nichts davon wird mich retten. Neunte Wächterin würde keine Angst haben. Ich dachte, ich könnte das Monster jagen. Dachte, ich könnte es jagen. Dachte, könnte mutig sein. Nichts kann dich retten. Es gibt nichts zu retten. Steph Trauer. Stephs Traurigkeit ist das Resultat von Liebe. Sie war nicht leer. Sie hatte ein Ausmaß, eine Form und ein Volumen des Verlusts, in den ich eintreten konnte. Dort traf ich einen Gabe, der sich sehr wie meiner anfühlte, aber noch mehr so. Ein Anstifter, ein Zuhörer, ein Anstupser, ein Cheerleader, ein Stärkerer. So wie ein Bruder. Es hielt nicht lange, aber es reichte, um genau zu wissen, was Steph brauchte. Der beste Teil meines Bruders, den ich einen Moment lang für sie aus dem Nichts heraufbeschwören konnte. Also spielten wir Kicker. Und zur Abwechslung gewann Steph. Es war dämlich und albern und schnell vorbei. Aber es milderte die Traurigkeit. Und Gabe wirkte nicht sofort wie zuvor. Kicker-Champion, don't shit on my yard. Dann schlafe ich heute hier. Ziehe nach Denver, noch ein Spiel. Erst Ethan, erst Steph. Ich denke, ich verstehe es endlich. Gabe hatte recht.
Es ist ein Geschenk, sich mit jemandem zu verbinden, zu fühlen, was sie fühlen, ihnen zu helfen. Ich wünschte nur, er wäre hier gewesen, um es mir früher zu sagen. Dinge richten, nicht nur flennen. Bevor wir uns im Streit zertrennen. Ich werde heute hier pennen. Bitte lass das Licht brennen. Eleanor Angst. Denk an all die Momente, in denen du vergessen hast, was du gerade sagen wolltest oder warum du ein Zimmer betreten hast oder den Namen von jemandem, den du schon tausendmal getroffen hast. Wir nennen es Fadenriss, ein lustiger Begriff für die plötzliche Fehlfunktion aller Synapsen. Tatsächlich ist es eines der hilflosesten Gefühle überhaupt. Das ist es, was Eleanor im Blumenladen fühlte, nur schlimmer. Es ist ein ruhiger, unbekannter Schrecken. Es braucht eine besondere Person, um damit umzugehen, ohne zusammenzubrechen. Eleanor ist stark und auch stur, aber irre stark. Wenn ich ihre Aura nicht hätte sehen können, hätte ich es vielleicht nie gewusst. Ich fühlte sie aus dem Nebel. Was für eine Erleichterung. Aber dann erinnerte sie sich nicht an Gabes Tod und es drehte mir den Magen um. Es ihr zu sagen, war schmerzhaft. Es erneut zu sehen, als sei es gerade erst passiert. War die Wahrheit das wert? Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, komme ich mir wieder machtlos vor. Alles gerät so aus den Fugen. All meine Erinnerungen verblassen. Sie werden mich zwingen, den Laden zu schließen. Der Gedanke an die Zukunft schmerzt. Wenn ich diesen Ort nicht länger kenne, verstummte Trommeln sind alles, was ich höre. Und ich erinnere mich nicht an dein Gesicht. So. Teilweise sehr starke Texte. Damit wären wir hier aber erstmal so weit durch. Jetzt müssen wir. Steph wollte, dass ich im Plattenladen vorbeischaue, wenn ich Zeit habe. Genau. Zu dem Plattenladen. Da gehen wir jetzt auch noch hin. Da ist er schon. Hinein. Steph wollte, dass ich vorbeikomme. Sie muss hier irgendwo sein. Und wir werden sie finden, aber dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.